Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fan 2019. Wir machen heute weiter mit dem Qualifikationstraining zum großen Preis von Australien. Ja, das Training war eigentlich verhältnismäßig nicht gut für uns. Klar, zwischen 19 und 20 pendeln wir hinterher, aber das ist momentan leider für das Team Williams, irgendwie normal. Wir haben aber Möglichkeiten, uns zu steigern auf jeden Fall. Und wie gesagt, ich lerne ja noch. Bringt das Auto am Stück ins Ziel und wir müssen vor George. Ja, schauen wir mal. Ja, der kleine Junge, das Wetter ist natürlich komplett trocken und hören sich, ich habe jetzt auch mittlerweile ein Setup. So, ich bin ja mit dem Standard-Setup in den Trainings gefahren. Und wenn ich ehrlich bin, eine halbe Sekunde hinter dem Renault ist eigentlich für den Williams gar nicht mal so schlecht. So, genau. Wir fahren rein, gehen rein ins Qualifikationstraining. Wir wollen natürlich heute an diesem Samstag auch wieder ein bisschen fahren. Wir beginnen jeden Moment mit der heutigen Qualifying Session hier in Melbourne beim Grand Prix von Australien. Wenn man sieht, wie einige der Wagen die schnellen Kurven angehen, fragt man sich unwillkürlich, wie man das Auto auf diese schwierige Strecke wohl am besten vorbereitet. Gibt man Spitzengeschwindigkeiten den Vorzug vor Grip oder ist die Topleistung in Kurven am wichtigsten? Man braucht einen vernünftig eingestellten Wagen, um hier gut abzuschneiden. Man muss das Beste aus den mittelschnellen und schnellen Kurven herausholen. Das geht nur mit dem richtigen Maß an Abtrieb. Aber dadurch wird der Wagen auf den Geraden langsamer. Es ist nicht leicht, da die Balance zu finden. Situation at the moment seems like something's off with the fuel injection system. We're looking into it, but we're going to be out of action for a few minutes. So, ein Treibstoffsystem, ein kleiner Fehler im Treibstoffsystem, welche eine Überraschung. So, dann kann ich ja mein Setup ein bisschen einbauen. So, wir können ja leider nicht viel machen. So, dann kann ich jetzt mal eben meine Autoeinstellung einsetzen, Einstellung laden. Ich habe ein Australien-Setup, ja. Lade mir mein Setup rein. So, wir müssen eine Reparaturzeit überspringen. Das können wir auch machen, damit wir auch ein bisschen auf die Strecke können. So, wir dürfen auf die Strecke. Weil für mir Regelung gilt. Also das heißt, jetzt können wir nicht mehr viel ändern an diesem Auto. Der fühlt sich aber fies an. Runter an den vierten. Hier wieder runter an den zweiten. Und schon mal. Oder am besten direkt ins Gras rein. Eieiei. Da war mal ganz kurz gelb. Klar, die gelbe Flagge war wegen uns. Ich meine, die Runde ist eh verkorkst. Schon wieder ins Gras. Ja, und dreh dich am besten eine komplette U-Turn.
Grunde schon mal ein bisschen deutlich besser als vorher, zumindest der Auftakt jetzt hier. So gerade ein bisschen zu kämpfen um die Zeiten hier. So, wir sind momentan weiterhin auf 20, das ist aber auch keine Überraschung. Ja gut, dass wir da vorne nicht ranfahren können, ist klar. Aber es ist, ja, sind zwei, George Russell, wow, George Russell, halbe Sekunde schneller als wir. Und dann auf 16. So, wir haben noch 3 Minuten, also wir müssen noch mal eine Zeit setzen auf jeden Fall, im Idealfall. Also eine halbe Sekunde fehlt uns auf unseren Teamkollegen. Also, wir haben einen Versuch, um die Zeit zu knacken.
Muss ich ein bisschen konzentrieren. P17. Zumindest war nicht letzter. P17. Yes! Mit dem Ende des Qualifyings werfen wir einen Blick auf unsere Top 3. Leclerc, Verstappen und Sebastian Vettel. Mit dem Ende des Qualifyings ist unsere Startaufstellung nun komplett für das große Rennen. Seien Sie morgen unbedingt mit dabei, denn es wird zweifelsfrei ein fantastisches Event. Ja, schade. Ich hätte ein bisschen noch Zeit geholt, aber 27,9, das ist zumindest mal eine Zeit. Das ist zumindest mal eine halbwegs vernünftige Zeit auf dieser Strecke. Das ist gut. Ja, wunderbar, dann haben wir das auch erledigt. Oh, Gott sei Dank. Gerade so mit der letzten Runde, mit dem letzten Versuch, haben wir es dann am Ende doch nochmal auf die Reihe bekommen. Ja, unseren Teamkollegen zu schlagen, einen Haas zu schlagen, einen McLaren zu schlagen und unseren Teamkollegen zu schlagen. Und damit wird man auf jeden Fall zufrieden sein. Ja, Platz 17. Wow, und ich freue mich über den 17. Platz. Also würde ich mich riesig über Punkte freuen, aber ich glaube, das wird am Sonntag nicht drin sein. Glaube nicht. Aber mal schauen. Wir tun unser Bestes. Für den Fall, was da so ein bisschen klappert, das ist mein Headset übrigens an dem Lenkrad. Ich fahre ja mit Lenkrad, deswegen das Schalten. Ja, ich fühle mich für in der Rivalität schon mal gegen George Russell. Das ist immer gut, er ist nämlich nur Letzter. Ja, wirklich, bei dem letzten Versuch haben wir eigentlich nochmal fast eine Sekunde rausgeholt und damit haben wir uns halt von 28.0 auf 27.1 oder 2 gerückt. Bin ich zufrieden mit. Definitiv. Wie gesagt, Williams ist es klar, dass da nicht so viel auf die Reihe kommt. Das war eine tolle Leistung im Qualifying. Ja, dankeschön für die Information. Wir sehen uns also. Ups, Moment. Bin ich wieder ein bisschen zu schnell gewesen. Wir sehen uns dann morgen im Rennen wieder zum großen Preis von Australien. Unser erstes Rennen. Aber wir könnten mal kurz. Zu gewinnen. So können wir bessere Verträge aushandeln. Dein erster Rivale ist immer dein Teamkollege. Aber du kannst dich frei entscheiden, wen du zum Rivalen erklären willst. Je stärker der Rivale, desto mehr Respekt kannst du gewinnen. Oder verlieren. Ja, waren alles so viel teurere Sachen. Na gut, dann brauchen wir das nicht weitermachen. Wir haben nur 300, das heißt, wir können auch nicht viel machen. Das heißt, wir sehen uns morgen wieder im Rennen, zum ersten Rennen in dieser Saison in Australien. Bis dahin und tschüss.